Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Daily Vlog von mir. Heute bin ich mal wieder am Start, Leute, mit Lisa. Hallo, Lisa. Was geht ab? Und Leute, es gibt eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Also, erstens, meine Haare sind nass, ich war eben duschen. Und zweitens, Leute, oh mein Gott, mein PC hat einfach den Geist aufgegeben, Leute. Er hat einfach den Geist aufgegeben. Oh mein Gott. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich seit Tagen mit diesem Laptop hier am Schneiden bin und dass es einfach ultra lahm ist und ich stundenlang für ein 4-Minuten-Video brauche. Und ja, Leute, jetzt funktioniert der erstmal gar nicht. Es ist so nervig. Jetzt muss ich einfach wirklich, ich weiß nicht wie lange, aber jetzt muss ich einfach die ganze Zeit mit diesem Laptop hier schneiden. Leute, das ist der Horror. Gestern das 4-Minuten-Video, Leute. Ich habe für dieses Video einfach 4 Stunden gebraucht. 4 Stunden habe ich für dieses Video gebraucht. Ich würde sagen, Leute, eine kurze Schweigeminute für meinen PC hier. Was mache ich hier eigentlich wieder für eine Scheiße, Leute? Das regt mich so auf, Leute. Also wirklich, es ist so nervig. Das ist heute wieder sozusagen ein, Quarantäne-Vlog. Ich werde euch heute einfach mal wieder zeigen, was ich so mache. Und es ist so komisch, Leute. Ich habe ja das Video mit meiner Schranktür hier oben gemacht. Da habe ich euch ja erklärt, wie ich diese Schranktür da oben aufmache. Und es fragen einfach immer noch Leute, wie meine Kack-Schranktür aufgeht. Leute, ich verlinke euch das Video jetzt nochmal unten in der Infobox, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Für die, die es nicht wissen, wie meine Schranktür hier oben aufgeht. Bitte schaut euch das Video an. Bitte. Ich habe es nicht umsonst gedreht. Lisa, wie siehst du das? Okay. Mann, ich will doch nur mal Vlog drehen. Übrigens haben mich so viele Leute gefragt, wo eigentlich mein Playbutton ist. Also ihr wisst ja ganz genau, dass dieser Playbutton aus den USA kommt. Der braucht jetzt einfach sau lange wegen Corona und so. Also keine Ahnung, wann er ankommt. Und übrigens, Leute, ich habe richtig Bock auf Eis und ich habe jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packungen Eis rausgeholt, die wir so haben. Richtig geil. Also man sieht auf jeden Fall, ich ernähre mich sehr gesund zur Corona-Zeit. Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade alles probiert hier. Alles. Aber ich habe mich definitiv in dieses hier verliebt, Leute, weil da einfach drinne so ein Keksteichfüllung ist. Alter, das liebe ich mega. Was ist ein nicer Content? Ich rede einfach über Keksteich. Ah, Leute, ich habe hier jetzt so welche Dreamies. Das sind so Leckerlis für Katzen. Lisa chillt ja gerade oben in meinem Zimmer. Und ich werde jetzt versuchen, einfach mal Lisa ein paar Tricks beizubringen. Das wollte ich eigentlich schon immer machen, aber ich kam irgendwie nie dazu. Lisa, guck mal, was ich hier für dich habe. Bis du welche bekommst, musst du mir erstmal ein paar Tricks zeigen. Okay, Leute, ich stelle jetzt die Kamera einfach mal random dahin. Und ich würde sagen, Lisa, bist du bereit? Sie ist bereit. So, Lisa, ich gebe dir jetzt erstmal so einen kleinen. Okay, machen wir zuerst Männchen. Okay, Lisa, let's go. Let's go, hier. Na los, steh auf. Komm. Hier. Und steh auf. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Aber sie stand. Sie stand auf jeden Fall. Oh, hast du super gemacht, Bubi. Und hoch mit dir. Los. Oh. Oh. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh mein Gott, sie stand auch wieder ganz kurz. Oh, Bubi, hast du super gemacht. Wir versuchen jetzt was anderes und zwar, wir versuchen uns jetzt mal im Kreis zu drehen. Mal gucken, ob sie das mitmacht. So, hier Leckerli, so. Im Kreis hier, komm, 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 komm. Oh mein Gott, ja! Hast du, ja okay, Halbkreis. Ja, komm, ja, komm. Nein, hier, 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 hier. Dreh dich doch, doch. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss ihr ein bisschen helfen. Hier. Ey, das ist ja übel anstrengend. Warum habe ich keinen Hund? Lisa, warum bist du kein Hund? Drehen. Nicht nur gucken. Drehen, drehen, drehen. Nein, nein, nein. Hier, hier. Nicht hinsetzen. Ja. Oh mein Gott, ja. Komm, Leute. Das hat gezählt. Okay, Leute. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer. Und zwar, jetzt muss ich versuchen, über etwas zu springen. Oh mein Gott, ich habe die Eimer hier stehen gelassen. Die fängt schon an zu geiern. Auf jeden Fall, ich habe jetzt so 2 Kisten hingestellt. Und jetzt wird es ein bisschen schwerer, Lisa. Und zwar, du musst versuchen, über diese 2 Kisten zu springen. Ob sie das mitmacht, keine Ahnung. Okay, Lisa, hier auf deine Position. Und jetzt hier rüber. Oder erstmal hier hoch. Die soll erstmal hier hochgehen. Wie sie es einfach auf ihre Tour macht. Jetzt geht sie auch noch außen rum schummeln. Okay, Lisa, ich habe jetzt noch eine Kiste dazu geschickt. Ich glaub's nicht. Wie sie einfach schon, wie sie einfach außen rum geht. Ja, Leute, ich hab's mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Aber Leute, was soll man machen? Lisa ist ja auch eine Katze und kein Hund. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ich mir einen Hund kaufen soll. Nein, Spaß. Und ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder meinen Daily Vlog für heute. Und diese Woche wird auf jeden Fall wieder was Heftiges passieren, Leute. Wie gesagt, ich packe mein Paket aus und es wird echt mega. Also ich habe schon richtig, richtig Bock drauf. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und peace out. I'm not afraid of the dark.